Hallo alle zusammen, wir machen jetzt einen zuckermehlfreien Erdbeerkuchen mit einem sozusagen Biskuitboden, Obstboden, wie auch immer man den bezeichnen möchte. Und zwar habe ich mir das von der lieben Katrin abgeguckt. Staubitopia zuckerfrei, hat mich richtig begeistert. Und zwar haben wir hier einmal blanchierte Mandeln. Mengen stehen ja unter dem Video in der Infobox. Ich nehme meine 18er Springform in dem Fall. So, zu den gemahlenen Mandeln kommt noch etwas Agar-Agar oder Gelatine. Das verrühren wir jetzt. Und ich verlinke euch auch, ich hoffe, ich vergesse es nicht, muss ich mir sonst gleich notieren. Und zwar, wenn ihr irgendeine andere Form nehmen wollt, ich habe jetzt, ich glaube, Backen mit Spaß, heißt es, da kann man einfach die Maße eingeben und dann wird es automatisch, wenn man auf Berechnen klickt, berechnet. Und dann wisst ihr ganz genau, wenn ihr irgendeine andere Form nimmt, welche Maße ihr, welche Mengen ihr braucht. Ist wirklich richtig super. Da muss man gar nicht viel machen. Das macht ja im Endeffekt dann der Taschenrechner. Und hier habe ich jetzt schon Eier drin. Da kommt jetzt Erythrit mit dazu oder Xylit, je nachdem. Und nur halt, man muss halt nur beachten, dass Xylit zu 100% süßt wie Zucker und Erythrit ja nur zu 70%. Also Xylit bin ich mir ziemlich sicher zu 100%. Erythrit weiß ich. So, was jetzt noch wichtig ist, das muss richtig schön cremig aufgeschlagen werden. Also wenn ihr darauf keine Lust habt und eine Küchenmaschine habt, dann lasst es die Küchenmaschine machen. Das ist wirklich wichtig. Und das machen wir jetzt als erstes. So, ich gebe jetzt noch ein bisschen, das hätte ich auch vorher dazu geben können, noch ein bisschen Vanilleextrakt mit dazu, sobald noch was rauskommt, solange noch was rauskommt. So, der Ofen, der ist jetzt auch vorgeheizt auf 180 Grad Ober- und Unterhitze. Und jetzt, das ist auch wichtig, dass wir die gemahlenen, blanchierten Mandeln und unsere Gelatine, dass wir das nur so kurz wie möglich unterheben. Also nicht die ganze Luft wieder rausschlagen, sondern wirklich kurz. Und dann ist auch noch wichtig, ich nehme ja jetzt eine normale Springform. Wenn ihr so eine Obstbodenform nehmen solltet, dann ist wichtig, dass ihr da unten rein, also wenn ihr das stürzen wollt, dass ihr da dann unten rein noch so Mandelblättchen gebt, dass das Ganze auch wieder rauskommt. Ich brauche sie ja jetzt nicht, weil ich ja bei mir ein Backpapier unten drunter habe. Aber solltet ihr halt wirklich so eine Form nehmen, mache ich mal hier, so, dass ihr besser was sehen könnt. Solltet ihr wirklich so eine Form nehmen, dann wichtig, Mandelblättchen unten reingeben. So, und das geben wir jetzt hier in unsere Form und dann geht's ab in den Ofen. So, jetzt haben wir hier unseren Boden. Der war bei mir 20 Minuten im Ofen. Man muss natürlich gucken, wenn man jetzt eine größere Form nehmen würde, kann es natürlich sein, dass er auch etwas länger braucht. Und dann müsste man ihn natürlich abdecken, weil man sieht ja hier, dass der schon viel Farbe bekommen hat, aber es ist noch gerade so an der Grenze. Und jetzt belegen wir das natürlich in dem Falle mit Erdbeeren. So, jetzt geben wir noch wieder entweder etwas Erythrit oder Xylit in den Topf. Dazu kommt dann etwas Wasser. Und dann habe ich hier ja noch etwas Wasser drin in der Schüssel und dazu
gebe ich jetzt hier vom Tortenguss. Und zwar, der ist jetzt ungezuckert. Ich habe geguckt, also der klare war ungezuckert und der rote, da war Zucker mit dran. Deswegen habe ich mich für den entschieden. Das gebe ich jetzt hier rein, also nicht alles. So, jetzt verrühre ich das hier. Und wenn es dann gleich heiß ist, geben wir es zum Wasser. So, und dann gießen wir das hier drüber und dann geht es natürlich ab in den Kühlschrank. So, und ich würde sagen, jetzt probieren wir das Ganze mal. Ich habe noch ein bisschen Sahne hier aufgeschlagen. Mega. Und ich wette, wenn der Kuchen irgendwo auf einer Kaffeetafel ist, da wird keiner drauf kommen, dass der zucker- und mehlfrei ist. Der Biskuit ist mega weich. Hammer. Ja, also ich bin sprachlos. Der schmeckt so gut. Also macht ihn nach. Lasst es euch schmecken und dann hoffe ich, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!